Gut, Herr Miletich, heute sind wir ja in erster Linie da, weil Ihr Vorgänger geehrt wird, ausgezeichnet wird für seine Ära von 13 Jahren. Was haben Sie denn vielleicht vom Herrn Wintner mitgenommen, übernommen? Was haben Sie sich vielleicht auch abgeschaut? Na, einiges. Ich hatte wirklich die Möglichkeit, 8 Jahre oder fast 9 Jahre quasi im ÖFB-Präsidium zu sitzen, wo er die Verantwortung getragen hat. Und da nimmt man schon einiges mit und sieht, wie er das angegangen ist. Und da kann man sehr viel mitnehmen. Vorher gemacht haben als sympathischen Mann auch bezeichnet. Können Sie einen Eindruck geben, was er für Prädikate, die er mitbringt? Na, ich muss einfach mal sagen, diese Sachlichkeit und diese Ruhe, die er ausgestrahlt hat bei seinen Aktivitäten, das ist mir wirklich ein Vorbild. Er hat genau gewusst, wie man was angeht, wie man hier taktisch vorgeht, ob es die Politik ist, ob es der Fußball ist. Also hier kann man wirklich einiges mitnehmen und dann, nachdem er auch Vorstand war in der Energie AG, hat er natürlich auch das kaufmännische Verständnis gehabt. Also das war schon ein sehr rundes Bild, das der Herr Dr. Leo Wintner abgegeben hat. Also die Freude ist sehr groß auch dafür, dass er seine Ära so positiv beenden konnte. Für Sie kommt jetzt einiges auf Sie zu. Die Teamchef-Frage ist natürlich jetzt in aller Munde. Kandidaten gibt es en masse. Was sagt Ihnen der Name Peter Stöger oder Andi Herzog? Wäre das für Sie eine gute Lösung oder sucht man vielleicht auch im Ausland? Sie wissen, der Sportdirektor und mit seiner Sportkommission ist jetzt derzeit beim Sondieren. Er hat mir schon zweimal berichtet dazwischen jetzt, wie es ausschaut. Er versucht einmal wirklich Kandidaten namhaft zu machen, zu schauen, was ist machbar, was ist finanzierbar, wer kann, wer will. Das ist der Stand jetzt und ich glaube, Übernahmen oder was gut oder was schlecht wäre, ist glaube ich verfrüht zu sagen. Da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten. Trotzdem, das letzte Spiel würde ich auch noch ganz gern mit Ihnen ganz kurz analysieren. Das ist 2:2 gegen Schottland, hat gezeigt, dass Österreich nicht effektiv spielt, dann 2 Tore kassiert und dann trotzdem in der Lage ist, zurückzukommen. Auf der einen Seite macht man sich die Tore fast selbst, auf der anderen Seite zeigt man mentale Stärke. Wo steht das ÖFB-Team aktuell, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, dass wir sehr viel Potenzial haben in der Mannschaft. Die Mannschaft hat wirklich Klasse, die Mannschaft hat auch bewiesen gegen dem letzten Spiel, dass sie wirklich engagiert arbeitet, dass sie wirklich gewillt war, hier unbedingt ein gutes Ergebnis zu erzielen, trotz des 2:0 Rückstandes. Das zeichnet die Mannschaft aus, das war auch sehr gut so. Und ich bin da sehr optimistisch für die Zukunft, weil ich glaube, dass hier Potenzial da ist, dass man auch zukünftig auf Europaebene bzw. vielleicht sogar bei der nächsten WM dabei sein können.